Hallihallo, ich bin's, euer Mamo, und ich sitze hier vor KSP, Kerbal Space Program, einen kleinen Weltraumflug-Sandbox-Game, jedenfalls so wie ich es verstanden habe, von Squad. Wir spielen hier in der Version 023, das ist halt noch Alpha, sprich das ist hier noch kein fertiges Spiel. Ja, und ich muss sagen, ich gehe hier natürlich auch relativ unvorbereitet an der Sache ran, so wie immer. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und deshalb sage ich doch, ich drücke einfach mal Start Game. Ich habe gar kein Saved. Na, siehst du? Keins. Deshalb Training, Szenarios, Start New. Ich muss echt sagen, ich habe das Spiel noch nicht einmal gestartet. Ich will das Training sehen. Ja, also in dem Spiel geht es auf jeden Fall darum, dass man sich eine Rakete baut. So viel habe ich jetzt schon mitgekriegt, dass man damit dann in den Weltraum fliegt und sich denkt, juhu, ich bin im Weltraum. Ja, deshalb beginnen wir doch erstmal mit dem Tutorial für Rakete bauen. Start. Okay. Willkommen, Werner von Kermann. Lustig sehen die Viecher ja schon aus. Ne? Und wie die da lang watscheln. Ich würde das ja jetzt ganz gern vorlesen, aber ganz ehrlich, nee. Siehst du? Wird da auch gut. Ein Kommandomodul müssen wir erstmal ranbauen. Da ist jetzt entweder der Autopilot drin oder der Steuermann. Hier, einer von diesen Knöpfen hier. So, Parts List, das ist doch das hier bestimmt. Wir haben hier ein Cockpit und wir haben hier ein Command Pod. Ja. Achso, kann mir die aussuchen zwischen den beiden, okay. Was soll das jetzt heißen? Na gut. Was wird's jetzt von mir? Pick it up, klicken Sie Command Pod. Hab ich doch gar nicht. Wo ist es denn? So, jetzt brauchen wir ein bisschen, ne? Verbrennungszeug. Treibstoff. Welchen nehmen wir denn? So einen kleinen hier? Ich könnte mir prinzipiell auch die Werte durchlesen. Oh, das wäre ja langweilig, das kann ja jeder. Wo passt denn mehr rein hier? Nehmen wir auch den hier. Ne? Ah, und den kann ich jetzt hier hinsetzen. Ach, da ist ja auch mein Kommandopod. Okay. Tosepot muss das zu. Ah, und dann leuchtet der grün und schon haben wir hier eine Rakete. So, und jetzt kommt der eigentliche Motor. Max. Oh, was brauchen wir denn? Ja, der größte Wert ist hier dran, ne? Wiegt zwar mehr, aber. Egal, viel hilft viel. So, und hier kann man noch ein paar Sachen dann ranhauen. So, und hier radialer Dekuppler. Na, den hauen wir mal radial da rein. Zack, noch ein. Ja, mehrere bauen ist ja praktisch. Von einer so ran, von einer so ran. So, oder so hier? So hier. Aha. Drei kleine Knöpfe hier. Hier sehe ich, wie schwer das ist. Wo auch der Schwerpunkt ist. Oder? Genau, schwer. Hier. Bap. Schwerpunkt, Mittelpunkt, Schwermittelpunkt. Das hier haben wir gar nicht. Und hier kommt der ganze Schub raus. Den ganzen geben wir jetzt noch. Namen? Hat zumindest der Typ gesagt. Wie nennen wir das denn? Rakete. So.
Und dann können wir irgendwo einen Launch-Button drücken. Wo ist denn hier ein Launch-Button? Aha. Kontrolle, Struktur, Aerodynamik. Hier sind dann die einzelnen Teile, nehme ich einfach mal an. Aerodynamik braucht keiner. Was bist du? Crew? Mission Flag? Science? So, hä? Action Group Stage, der fährst dann tötet. Boy. Crew? Die haben einen selben Nachnamen. Mission Flag? Achso, hier kann man. Ah, ich verstehe. Und wie schicke ich das Ding jetzt in den Weltraum? Wo ist denn hier der Knirps? Noch keine 5 Minuten gespielt und schon mich verwirrt. Launch, da ist es doch. So. Ja, dann schauen wir mal an, wie unsere erste Rakete hier fliegt. Die ist ja niedlich. So, wie schicke ich den jetzt in den Weltraum? Staging, Docking, Orbit Map, Surface. Das hätten wir ruhig mal sagen können. Docking, Orbit Map. Okay, Rakete ready to launch. Ich habe jetzt einfach mal die Leertaste gedrückt. So, Wie passiert denn nicht viel? Sitzt du da drin? Settings. Kann ich hier irgendwo die Steuerung beeinflussen? Scheinbar nicht. Der hätte mir ruhig mal sagen können. Gears, Brakes, Lights. Brauchen wir nicht Resources? Haben wir noch? Wie ich das Ding hier dann auch losschicke? Stage Docking. Wenn es nicht besser wirst, würde ich sagen, irgendwas haben wir hier falsch gemacht. Das Ding hob nicht ab. Exit. Komisches Tutorial. Training, Construction, Flight. Na, dann lernen wir auch erstmal zu fliegen. So, so ähnlich sah uns das ja auch aus. Hallo Jean. Haben wir gemacht. Ja, stimmst du mir überein? Das war gemeint von dir, dass du mir die ganzen Kontrollen hier lockst. Ah. Okay. WASD scheinbar. Das hätte ich ja ruhig mal eben probieren können. Linke Shift ist Rotte ab. Steuerung ist ein bisschen entschleunigen. Boah, muss ich das hier alles lesen? Dem Sickness Avoidance Scheme. Können wir gebrauchen.
Den F-Key oder den T? Sprich die Stabilisatoren, machen wir mit F und T. Spaces Launch bzw. Activate. Okay. Müssen wir gucken. Hier das Ding müssen wir natürlich auch wissen. Das ist klar. Hier ist genau, wie hoch ich bin. Würdige Speed. Bist du würdige Speed? Wahrscheinlich. Das ist die Crew. Bill, Jebediah und Bob. Na Jungs. Set throttle to max. Finish tutorial und... Ja, geht doch. So, und schon fliegen wir in Richtung Weltraum. Und ich glaube, wir haben keinen Sprit mehr. Den Weltraum habe ich mir irgendwie weiter weg vorgestellt. So, ihr freut euch, finde ich gut. Naja, wollen wir mal nicht so sein, holen wir einen Fallschirm raus. Muss sagen, für den zweiten Testflug doch schon ganz ansehnlich. So, jetzt sind wir schon fast hier am Boden. Unsere Rakete denkt sich, sie schlägt da unten ein. Na, und ihr freut euch, was das Eva? Ach so, kann ich in das Ding reingucken. Wie komme ich hier wieder raus? Na, Jungs? Der Hebel weiß ich nicht, was der macht. Ja, ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher zweiter Flug. Nächster Kurs. Orbiting. Nee, ganz ehrlich. Wir fangen jetzt erstmal mit einem neuen Spiel an. So, wie heiße ich? Mamo. Eine Flagge haben wir auch bestimmt auch. Was sieht denn hier noch was aus? Hier. So eine Baustellenflagge. Karrieremodus. Still under development. Ja, dann sehen wir hoffentlich auch ein bisschen Progress im Verlauf des Let's Plays. So, das ist also hier unsere Raumfahrtbasis. Hier haben wir unsere drei Piloten, die wir schon ausgebildet haben. Und hier haben wir ein paar Bewerber. Ja, Courage und Dummheit. Du gefällst mir. Den können wir auch gebrauchen. Und den können wir auch gebrauchen. So. So, schon ein paar Raumfahrer. Was müssen wir jetzt machen? Was ist das hier? Achso, das sind die Raketenteile, die wir schon haben. Das scheint unser Forschungsbaum zu sein. Würdest du sagen, wir haben nicht genug Wissenschaft, um das zu researchen. Hey, wir haben 0, brauchen 5. Sind hier und haben die einfachsten Teile.
Sprich, wenn wir das hier erforschen, kriegen wir das hier noch dazu. Das ist simpel. So, hier sind die ganzen Bewerber. Was ist hier? Ach, hier ist die Halle zum Raketenbauen. Ich schaue mich jetzt natürlich erstmal um. Was wir hier so haben. Was ist das? Das kann ich nicht anklicken. Was ist das hier? Hier ist noch eine Halle zum Raketenbauen. Ach, hier ist für... Ich verstehe. Hier ist für Raketen. Und wenn jetzt hier die Karte wiederkommt, dann ist hier so eine Start- und Landebahn. Wo wir dann hier, also so ein Rollfeld, wo wir dann hoffentlich auch hier quasi Flugzeuge bzw. Weltraumflugzeuge bauen können. Und dann haben wir ja noch den Bereich hier. Ach, wir gucken mal in Weltraum. Hier ist unser Planet. Da ist unser Mond. Der ist ja 11 Millionen Kilometer weit entfernt. 11 Millionen Kilometer, 11 Millionen Meter. So rum, ist ein M. Das heißt, das ging mal hin, dahin zu schippern. Vielleicht nicht mit der ersten Rakete. Aber naja. Ja, und jetzt sind wir hier. Ich würde sagen, bauen wir uns doch einfach mal so eine Rakete. Jetzt aber wissen wir, wie es geht. Wir haben hier halt so einen Kommandopod. Kommandopod, dann haben wir hier die ganzen Treibstoffdinger. Ne, das waren hier die Booster. Wir haben noch auch irgendwo hier dann die Treibstofftanks. Struktur. Aerodynamik haben wir nicht. Ein Fallschirm. Kostet mich der was? Da unten 422. Und wie viel habe ich? Das steht hier nicht, ne? Also ist es jetzt persönlich nicht. Okay. Eine Antenne. Wir haben gar keine Treibstoffdinger, oder? Ach hier, doch, hier passt Treibstoff rein. Und das sind die Engines. Okay. Dann placken wir das hier so zusammen. Oh, Fallschirm. Ein Fallschirm darauf. Und eine Antenne, weil die bringen uns doch sicher Wissenschaft. Okay. So. Geben wir dem ganzen Ding noch einen Namen. Und was haben wir hier? Action Groups, Stage, Gear, Light, ach, was weiß ich. So, Crew. So. Nee, du sollst nicht fliegen. Wir nehmen stattdessen hier Jonfried mit. Ne? Findest du gut. Ja, willst du einen direkt launchen, ne? Lade, lade, lade. Nö, die ist schon irgendwo niedlich, so ist ja nicht. So, 76 Meter haben wir jetzt schon geschafft. So, Schritte nach oben. Nee. Das war eine interessante Raummission. Aber immerhin vernünftig gelandet. Ja. Nein. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Resources, Staging. Space Center. Kanzel. So, Throttle Down.
Da unten ist der. Das Ding operiert auf jeden Fall noch. Und dann gehen wir doch zurück ins Space Center. So, das war jetzt unser erster Rundflug, wie wir gemerkt haben.